Und damit herzlich willkommen zu Mission 54 im aggressiven Kreuzzugmarsch Terror auf Tilos. Unser Duell gegen den Vasier, bei dem wir auch wieder mal selbst zum Vasier werden. Auf, ja, mal wieder einer ziemlich größeren Map als im Original. Wir haben jetzt eigentlich immer große Maps gehabt, glaube ich. Also die ganz großen, die 400x400er. Schauen wir uns erstmal die Map an, würde ich sagen. Wie hier unten, ja, da drüben ist ein bisschen Eisen, da ist ein bisschen... Da fällt mir gerade ein... Ja doch, wenn ich hier einen auf Vasier mache, ja, ganz ballerballer hier. Hier, das ganz vergessen, Menschenskind. So, jetzt. Pause. So, jetzt gucken wir nochmal. Bisschen Bäume im Weg und die können sich auch nicht verbreiten, weil das alles dann, bis auf die Olivenbäume hier, wissen wir ja alles von unserem guten Baumstudiengang extra, den wir alle quasi besucht haben. Dass nur diese Bäume hier im Wüstengebiet wachsen. Alle anderen brauchen volles Oasengras oder zumindest dieses Halboasengras. Ja gut, was hier wieder massiv Ressourcen auch in der Hinterhand. Ich meine, das ist eine Mission, da müsste ich einfach nur diese Engstelle hier halten. Nur in Anführungszeichen. Was ich als Burg mache, so ein Vasiersternchen ist halt eklig, weil man kann zwar schräg Mauern ziehen, aber das sieht immer kacke aus. Man muss das schon machen, wie die KI immer so, das so pseudorund zu machen. Das ist echt nicht leicht, vor allem wenn man unter Druck steht. Ich bin ja so schon immer mit Schönbauen beschäftigt, wenn ich dann versuche, noch halbwegs irgendwas rund zu machen. Es ist nicht unbedingt meine Stärke und dann sollte ich vielleicht doch nicht so leichtfertig in die Mission reingehen. Selbst wenn es nur ein KI-Gegner ist. Bei den Nachteilen, die wir haben. Wir haben auch nur 2000 Gold. Das wird gar nicht mal so einfach. Fortsetzen. Wenigstens muss ich mir nicht so viele Gedanken machen um Waffenproduktion, weil ich hier mal Arabisch spiele. Yay. Ja. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Da. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Nahnu fi khidmatik. Bier haben wir nicht mit dem Vasier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt Strand das nicht hütten. Dort platzieren, mein Yay. Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Erst ein paar Bogenschützen, bitte. Kunstspeicher holen wir mal nach. Einer der wenigen Momente, wo ich ihn nicht, tatsächlich nicht vergessen habe. Aber ich habe es jetzt nicht bis auf 50 angelegt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt noch länger warte, vergesse ich es wirklich. Das wäre schlecht, das ist, bitte nein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, sobald hier der Platz frei ist, dass ich die ersten, dass da die Bäume so ganz knapp stehen, dass ich nicht platzieren kann, Wahnsinn. Und da will ich einen, machen wir einfach mal einen. Ich kann natürlich gucken, dass ich vieles mobil schon mal mit berittenen Bogenschützen verteidigt bekomme. Ich werde das vor. Oh Gott. Und zack, bin ich beleidigt. Wow. Hier, genau, das ist das, was ich meine. Sowas. Ah, es ist interessant, das ist so ein Halbsternchen, was er jetzt macht. Das ist eher so ein Tannenbaum. Aber an sich. Ja, wenn das jetzt mehrfach aneinander stapelt, wird es ein Tannenbaum. Aber grundsätzlich. Ja, ihr seht, was ich meine. So 3, 4, 1 Abstand, 3, 4, dann mal so 2, dann 3. Ah, das ist. Man kann es ziehen, aber das dauert lange und das ist schwerfällig und schwierig. Vielleicht mache ich. Okay, das heißt, mein Ständchen müsste in diese Richtung gehen. Vielleicht mache ich eine einfachere Version davon. So einfach wird das eh nicht. Nach außen hin mache ich einfach mal mehr. Die Richtung. Ich mache jetzt auf keine Garantie auf Symmetrie. Shit. So,
So, und dann mache ich hier ein paar Türme hin oder sowas. Also, ja, irgendwie wird das vielleicht schon. Aber mein Fokus sollte anderswo liegen. Und zwar jetzt mal die Wirtschaft hochzubekommen. Pech nehme ich auch mal mit. Ja, das passt nicht. Das ist nicht doppelt. Brot läuft bald aus. Ich hoffe, wir kriegen jetzt bald schon die ersten Getreidelieferungen. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. 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 Ich platziere das nochmal. Speichern. Muss eh überlegen, wie ich das in etwa machen will. Das ist gar nicht mal. Das kann von mir schon ziemlich groß sein. Machen wir es mal so, dass das so leicht anfängt und dann stark in die Seiten geht. Das ist schon fast eher ein lachendes Smiley. Naja. Manche Dinge passieren halt einfach. Wir haben Nahrungsprobleme. Wir haben erst das Mehl. Ihr habt nicht genügend Gold. So kenne ich da ein bisschen Bevölkerung, der das gerade relativ egal ist, dass wir das haben. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein, my lord. Genau, holt mal ran. Jetzt kommt auch endlich das erste Brot. Das war ein Fehler, die ganze Briten im Bogenschützen zu machen. Ja, was machst du hier? Ihr habt nicht genügend Güter. Unsere Lebensmittelvorräte scheint euch nicht geneigt zu sein, my lord. So lange genug halten, dass die Leute wiederkommen. Alles wird gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Alles wird gut, alles Mut. Da könnte ich auch noch Stein herbekommen. Ich meine, das wäre mir schon abgebrannt zwischenzeitlich eigentlich. Jetzt durch die Feuerballiste, aber ich mache trotzdem mal hin. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Okay, das Brot geht voran. Das wollte ich noch nicht machen. Wir brauchen erstmal die Bevölkerung zurück. Herzlichen Dank. Speichern. Okay, wir haben uns bald wieder gefangen. Das war ein knappes Ding, aber wir haben es hinbekommen. Wir benötigen Steine. Es kommen Leute zur Burg. Okay. Dankeschön, jetzt können wir das hier machen. In der Hoffnung, dass das soweit reicht, was ich hier aufbaue. Wir haben nicht genügend Steine, my lord.
nächsten Steinlieferung müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit müssen wir dann ein bisschen unsere Ressourcen verteidigen. Speichern. Nein, Oh. Oh Gott, das sind ein paar. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Okay, wir werden überfallen. Al-Hisan Sari. Um Gottes Willen! Ich hab nur den Salami-Häcksler gehört. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche geleckt. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Es muss kein Stern werden. Nein. Es kann nach hinten auch gerne breiter werden. Wie Emirs Mutter. So, So. Das wird am Ende bestimmt so kacke und besoffen aussehen. Wie gesagt, ich bin nicht gut darin, solche Bogen zu bauen. Je geradliniger und symmetrischer, desto besser für mich immer. Das ist die grundsätzliche Faustregel. Ja, das wäre jetzt was ziemlich Großes. Aber wenn ich da jetzt dann einfach Torhäuser hinmache, nach draußen, wie es auch beim Basier der Fall ist. So seitlich. Und sage, von hier aus gehen wir dann einfach in diese Richtung zurück. Und das ziemlich schnell. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach meinen eigenen Weg. I go the way of the WW. Wenn ich das da unten zumache, wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich dann hier an den Kopf vom Hollow Knight. Der Bergfried ist komplett. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben, ja? Oh la 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 la. Unsere Vorräte wachsen stetig, sei. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich brauche mal zusätzliche Weizenfelder. Diese Getreidefarmen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Auf jeden Fall haben wir Platz für Industrie. Das heißt, hier können dann mal so richtig, richtig übel. Machen wir mal Platz für mehr Vorratslager. Ihr könnt das Weil nicht den werden wir auf jeden Fall brauchen, den Platz.
Lasst mir auch bitte mal die Möglichkeit, hier was draus zu machen, danke. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt Denn wir das werden nicht jetzt dort extrem brotabhängig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Na, oh, sag mal, was ist denn jetzt los? Ich möchte doch nur bauen, und zwar normal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, das wird für ein bisschen was reichen. Dann bräuchte man vielleicht noch einen negativen Angstfaktor. Ah ja, das ist ein bisschen was so Brot. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ihr könnt eine Nachricht von Vasir. Hört, wie die Wüste Sie singt von eurer Zerstörung. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich bitte um ein klein wenig. Oh, ich bin in so einem blöden toten Winkel. Diese Gegner sind. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Das ist nicht gut. كيف يمكننا المساعدة؟ الإشراف على الآلة. ننتظر. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Lass mich in Matik. Okay, die kriegen wir jetzt zerschossen. Oh, Moschlimmörder. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Smokum. Ein erträglicher Aufwand. Moschlimmörder erklimmen die Mauer. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Beileid. Es werden Rekruten benötigt. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, wir leben noch. Die haben sie aber selbst angezündet, quasi. Ein erträglicher Verlust. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Oh nein, jetzt gehen mir die Getreidevorräte aus. Ich muss mir was zukaufen. Ich glaube, ein Feuerwehr hat jetzt auch geholfen, aber gut, das müsste der Lord noch hinbekommen. Okay, genau deswegen wollte ich vermeiden, da ewig lang so mit Lineal da irgendwie an den Burg umzuziehen. Also, was heißt der Lineal? Das war jetzt mehr freie Kunst als alles andere, aber... sollten wir das nochmal machen? Bleiben einfach bei dem Rechteck, ist das okay? Shit. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt hat man die gesamte Wirtschaft quasi stillgelegt. Das ist das große Problem. Eine Nachricht von Vasir. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. Ob er sich hiervon erholen kann, das und mehr in der nächsten Folge. Shit. Ich meine, wir haben genug Reserven und dann, wenn sofort alles wieder besetzt wird, wenn ich noch ein bisschen Puffer bekomme bis zum nächsten Vasir-Angriff, müsste ich mich erholen und wieder aufbauen können. Jetzt haben wir nämlich... jetzt ist der aber halt hier um... Ich müsste das hier wieder besetzen. Es werden Rekruten... Es werden Rekruten benötigt, Sire. Kamatarab. Ach, und ja gut, die bleiben jetzt nicht hier, aber. Das Ding ist noch besetzt. Das Eisen läuft noch. So
Ja, läuft doch alles super. Ich frage mich, was ihr habt. Bewohner. Es kommt Getreide rein. Wisst ihr was? Wir machen mal wieder die Steuernummer. Hier könnte ich auch noch ein bisschen was machen. Ich kann das noch so am Rand. Aber wenn ich umrande, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht so mache, dass da noch die Passage da ist. Denn hier kann ich noch Eisen holen. Natürlich nur wieder mal eine Mine. Oh, nö! Okay, das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. Und ich habe nichts! Gebäude stehen in Flammen, Sire. Eine Nachricht von Vasil. Einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Wären diese berittenen Bogenschützen jetzt hier nicht, aber die machen mir jetzt verdammt viel kaputt. Damit meine ich wirklich verdammt viel. Ich meine, die Ballistik knallt nochmal einige ab. Industrie zum Laufen so. Weil das war eine nette Idee mit der Burg. Ach nee, komm. Das war eine nette Idee mit der Burg, aber das ist jetzt Kack drauf. Wirklich Kack drauf. Ich kann hier selbst nicht mal gegen eine KI spielen. Das kann man vergessen. Also spielen im Sinne von, ihr wisst, was ich meine. Mal meinen Spaß haben und so. Gut, okay, die Burg war jetzt nicht unbedingt mein das Prachtstück überhaupt, aber ich wollte einfach mal anders sein. Aber gut, dann eben zurück zum Quadrat. Ihr könnt das nicht dort platzieren, zack. Aber das jetzt auf Teufel komm raus irgendwie durchzudrücken, das bringt ja überhaupt nichts. Wir bleiben bei dem Vasier-Spielstil, aber machen das Ganze jetzt mal von Anfang an effizienzorientierter. Wäre zwar interessant geworden, was ich aus der Burg gemacht hätte, aber soll ja nicht sein. Nee, ist okay, ich bin überhaupt nicht eingeschnappt. Dann spiele ich eben effizient. Das ist halt so ein bisschen gemein, das ist mir auch aufgefallen hier bei dem ganzen Feuernationspaket. Wenn das gesamte Missionsdesign darauf besteht. Ich meine, okay, klar, es ist ja nicht exklusiv für mich. Es ist ja darum, Spielern eine Challenge zu bieten. Das ist so das Problem, was ich mit Missionen habe, die darauf ausgestimmt sind, schwierig zu sein, ist. Es ist von Grund auf für Leute designt, die grundsätzlich schmutzig spielen, sagen wir es mal so, in Anführungszeichen. Und ich spiele das halt ungerne und immer wenn ich mich dazu gedrängt fühle, denke ich mir immer so, okay, dann eben so. Die machen jetzt einfach einen vasirischen Richard, wenn man so will. Das wird schon irgendwie. Zack, Beliebtheit steigt. Wir können es so ein bisschen eh mehr technisch machen, dass man so ab Ecken nach unten hin. Wir können auch einfach in vier Richtungen gehen mit Torhäusern. Das ist auch nicht verkehrt. Dann haben wir gleich hier unseren Kombinationspunkt. Ihr könnt das war nicht so geplant. Ich sollte nicht die Maustaste gedrückt halten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, das ist hier weggefällt. Das finde ich sehr gut. Das gefällt. Das Baum gefällt. Ja, da stimmt das Kind zu. Okay, das Eisen hole ich mir auf jeden Fall noch. Dann hole ich mir noch das Eisen da unten. Das hätte mir letztes Mal auch helfen können. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Jetzt haben wir das Problem natürlich mit den ersten Getreidelieferungen. Aber ich glaube, es könnte knapp hin. Na gut, eine erste Lieferung kaufe ich mir selber.
So. Übrigens noch ein kleines bisschen zu klarifizieren, was ich meinte von wegen hier, dass Missionen darauf designt sind. Beispielsweise war es eben hier, als ich dieses Vollnationspaket bekommen habe und nach allem, was ich gehört habe, weil ich ja auch gesagt habe, dass das, wenn man normal konventionell spielen will, dass das Ding einfach eine absolute Wucht ist, wenn man sich jetzt nicht umstellt und komplett aggressiv spielt, wie ich ja gesagt habe. Das ist die Sache, die, da hat Kim mir auch gesagt, die Leute, die ich fürs Balancing hergenommen habe, zum Testen, haben mir immer wieder gesagt, das ist zu leicht. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass viele Leute, die so Maps testen, halt wirklich oftmals hergehen, halt einfach den besten Cheese verwenden, den sie so kennen und sagen, ja, ist easy peasy, kann man noch schwerer machen. Weil wir denken, okay, ja, dann hast du halt eben einfach Missionen für Tryhards gemacht. Halt. Aber ich glaube, gerade da Stronghold so ein Sandbox-Spiel ist, denke ich mal, dass ein Großteil der Spieler, nehme ich mal an, so ein ähnliches Mindset hat wie ich. Also klar, ich meine, natürlich gibt es auch viele, die einfach nur das Allereffizienteste machen wollen, was überhaupt nur geht. Aber ich, soweit ich das immer mitbekommen habe, gibt es sehr, sehr viele, die einfach, ja, das Spiel auch einfach als Sandbox betrachten. Genauso wie es bei Bannerlord natürlich, ich meine, ein gutes Beispiel, weil es auch gerade ein aktuelles Spiel ist, jetzt Mountain Blade Bannerlord, da gibt es eben die einen Spiele, die immer den absolut maximal effizientesten Weg gehen in ihrem Playthrough und wirklich dann komplett auf maximale Effizienz arbeiten. Und dann gibt es mehr oder minder die Roleplayer, beziehungsweise die Leute, die einfach spielen, um Spaß zu haben. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei Stronghold, kann man das schon fast vergleichen. Und das allergrößte Problem ist, den Spagat beides unter einen Hut zu bringen. Kriegen, ist extrem schwierig. Und das weiß ich halt auch selbst, weil ich verstehe ja den gesamten Gedankengang. Ich verstehe dahinter, dass der Kreuzzug mal starr ist und aus den Leuten alles abzuverlangen. Okay, ist jetzt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit am Schießen bin, aber beziehungsweise jetzt alles einsetzt, was überhaupt nur geht. Aber ihr versteht den grundsätzlichen Gedankengang, dass man eben was für Spieler machen will, die eine Herausforderung suchen. Aber es gleichzeitig eben auch nicht komplett abtüren will für Leute, die jetzt nicht gleich hergehen und alles mit Holzfällern zubauen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das geht schon Richtung Cheaten, aber ja, die jetzt halt nicht immer einfach abgrenzen wollen und einfach hier, okay. Jetzt habe ich den mal nicht abfangen können, was ich letztes Mal gemacht habe. Wann geht denn jetzt endlich mal meine... Oh. Ja, natürlich geht es nicht los, wenn ich noch keine Bäcker errichtet habe. Oh. Ja, jetzt bin ich so im Gespräch drin gewesen. Jetzt habe ich das komplett verschnarcht. Ihr könnt das nicht dort sollte platzieren, noch Lord. Klappen, denke ich mal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Benutzen wir mal die Stadtsteine für Stadttruppen. Ihr habt nicht genügend Güter. Nee, danke. Ich behalte lieber das Holz. Wir benötigen Steine. Ja gut, okay. Das hätte ich vielleicht nicht die ganzen Steine verkaufen sollen. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir werden überfallen. Achso, ja, aber noch zum Thema zum Abschließen. Ja, es hört sich dann immer so an, als wäre ich jetzt komplett salty. Es ist halt einfach so, dass mein innerer Sandboxer einfach ein bisschen enttäuscht ist in einem Augenblick, dass er nicht sandboxen kann. Mehr ist es nicht. Zumindest bin ich in den Missionen enttäuscht, bei denen ich mir zumindest die Hoffnung mache, dass es da funktioniert. Und dann trotzdem die KI ein bisschen zu stark ist für meinen Geschmack. Ihr kennt mich. Es ist nicht so, dass ich die KI nicht besiegen könnte. Es ist nur nicht so, dass ich sie nicht so besiegen kann, wie ich es gerne will. Irgendwie doof zu erklären. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Ja, ich mach das jetzt einfach so. Würde ich denn überhaupt... Wir benötigen Steine. Nein, würde ich nicht. Außer ich mache so. Na, dann mache ich so. So, die Bäcker laufen an. Das ist gut.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Noch nicht mal grün und blau. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Das Volk hat eine hohe Meinung. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ihr habt nicht genügend Güter. Hä, wie mache ich das denn immer die letzte Zeit, dass das so besoffen gezogen wird? Ich bin echt ein bisschen begeistert. Das ist wie so ein Unfall, hier so irgendeinen sehr kreativ verursachten Unfall zu beobachten, wo du einfach denkst, auf irgendeine Weise ist es schrecklich anzuschauen, aber irgendwie ist man auch so ein kleines bisschen interessiert, wie das bitte zustande gekommen ist. Wir benötigen Steine. Endlich Turm. كيف يمكننا المساعدة؟ أعطينا مهمة. كيف يمكننا المساعدة؟ الآلة. Okay. Es geht voran. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Wir machen auch schon mal einen 4er-Konspeicher. Das werden wir bei so einer Brotproduktion dann auch brauchen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und diese Brotproduktion muss auch weitergehen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Smokum. Wir benötigen Gold. Wie viel Platz im Freiraum ich plötzlich habe, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, eine Burg zu bauen. Wir werden überfallen. Wer hätte es gedacht, ne? Seltsam, verstehe ich nicht. Okay. Wir haben eine Menge Brot. Ich bin ja heute überlegen, was zu verkaufen. Das Volk liebt von euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wir haben auch schon 90er befehlt. Gold fließt in die Schatzkammer. Die Bevölkerung ging jetzt überraschend schnell hoch. Euch, mein Lord. Nehmen wir erstmal den Steuersatz, aber dann werde ich bald noch den negativen Angstfaktor pushen. Wir benötigen Steine. Das wird man auch brauchen, weil ansonsten kriegt man gar nicht das Getreide rein, was man bräuchte, um diese riesen Nahrungsindustrie da zu befeuern. Mal alle ran da. Eure Beliebtheit. Das ist angefangen, was ihr dort jetzt wirklich lange. Ja, gut, man muss sagen, so mein klassisches Quadrat sieht man halt selten mit runden Türmen. Hey, Abwechslung. Und so. So voll die demotivierte Laola-Welle. So alle nur so halb gar die Hände hoch, einer gähnt so zwischendrin so. Yeah.
So, Maranda. Aha, diesmal bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Weil diesmal habe ich den Wünschen unserer Leistungsdruckgesellschaft nachgegeben und hier. Ja, komm, ich sag's einfach. Und einfach mal so Steuern hinterzogen, wie es ein großer CEO, der was auf sich hält, auch gefälligst zu machen hat. Hat's unter uns, bitte, Finanzamt. Ich zahl brav meine Steuern. Lasst mich in Ruhe. So, okay. Ha, nix da. Ja, also. Ich habe jetzt eigentlich so viel gelabert. Mich wundert, dass es jetzt so gut geht. Das ist halt irgendwie diese gemeine Brücke zwischen zu leicht und zu schwer im Sinne von, wenn du Burg bauen willst, wird es plötzlich viel zu schwer. Wie, du nimmst die Sache mal ernst, dann ist es plötzlich ein Spaziergang. Ich treffe einfach zu selten das Ding in der Mitte. Eine Nachricht von Wazir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Ja, trotzdem mehr. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Gut, die Schwertkämpfer sind gar nicht mehr so leicht abzuschießen. Machen wir es mal ein bisschen präzise. Okay, ein paar Weizenlieferungen von mir werden leider abgefangen, aber das ist noch aktuell alles Teil des Plans. Ich glaube, ich bräuchte nicht mal eine Defensive. Eins, zwei und drei und vier. Okay, weg. Ja, das war ziemlich problemlos, das wollte ich sagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Problematisch problemlos. Ja, so könnte man sagen. Es war ziemlich problematisch problemlos. Es war so problemlos, dass es ein Problem ist. Ich meine, diese Burg ist auch alles andere als effizienzgerichtet, aber sie ist zumindest schnell errichtet. Es ist die Burg, wie man baut, wenn man sich keine Gedanken um eine Burg machen will. Sagen wir es einfach mal so. Aber noch die Ausrede haben will, ich habe eine Burg gebaut. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal den negativen Angstfaktor machen. Ich baue das einfach unten dran. So ein paar Galgen, mal so rum. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Dann ein paar Käfige. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das Volk liebt euch, my lord. Puh, alter Falter. Unsere Schatzkammer leert sich. Gibt es einen speziellen Grund? Okay. Sag mal.
Das Volk hat Angst vor euch, euer Gnaden. Das Volk huldigt euch, Sire. Minus 3, ne, ich gehe noch auf minus 5. Wenn, dann gehen wir wirklich den vollen Weg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir benötigen Gold. Einmal ein bisschen am Strand abhängen. Geil. Ihr habt nicht genügend Güter. Sowohl so als auch so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Alles wird nicht gut, jawohl. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ich mach mal sowas. Dass die Ecken nicht so nackig sind. Oh, hi, oh. Jetzt könnten wir mal wieder ein bisschen Power gebrauchen draußen. Sag mal, kriegen wir denn jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen... Eine Nachricht von Vasir. Ein großartiger Sieg. Euer Schicksal holt euch ein. Halum. Halum. Ja, genau, sag doch mal. Eure Beliebtheit sinkt. Genau, Halum würde mich mal interessieren. Halum ist gerade nicht die Banane im Kornspeicherkrumm, weil nichts drin ist. Auch keine Banane. Ah, eigentlich müsste jetzt gleich nochmal Zeug reinkommen. Gerade noch mit dem Angstfaktor, das müsste doch so viel reinkommen. Erzählt mir doch nicht, dass ich nicht mal im das Plus Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Bei... Der Kornspeicher nein, ist ich habe Doppelration. Das Volk hat eine hohe Meinung ja, jetzt von euch, my lord. Geht's wieder rein, aber es ist trotzdem... Puh... Ich könnte mehr Nahrung gebrauchen. So, Vater Tom. Nach nur wie Matik. Eine Nachricht von Vasir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Okay, lassen wir mal ganz kurz die Briten im Bogen schützen. Und kümmern uns um diese Schelmischen hier. Aber ihr kümmert euch mal bitte um diese bösen Geräte da. Mit diesen Rationen verwöhnt ihr uns wirklich. Oh Gott, wenn da was zu futtern da ist. Gold fließt in die Schatzkammer. Ihr habt nicht genügend Güter. Smoken. Sau, mein Tum. Hallo. Lass mal ran da. Okay, hier könnt ihr jetzt wirklich. Wir stehen in Flammen, Sire. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Maula, es werden Rekruten benötigt sein. Gespeichert mal. Hier könnt ihr jetzt wirklich. Eine Nachricht von Vasir. Der eine oder andere Feuerwerfer ganz ertragreich sein. Okay, soweit wieder unter Kontrolle. Und ja, es ist wieder Nahrung da, sehr gut. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Jetzt ist zwar wieder die ganze Welle vorbei. Ist interessant, wie meine Industrie aber trotzdem in Ruhe lässt. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Hm.
Oh, geh doch weg. Was willst denn du jetzt da oben? Hau ab. Ah, da, da und da. Das läuft eigentlich soweit. Angstfaktor ist soweit noch bei minus 5. Wunderbar. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Ressourcen pumpen für berittene Bogenschützen, um da die Map-Kontrolle ein bisschen zurückzugewinnen. Auf die Weise wird zu sehr mit mir gespielt. Das können wir so nicht stehen lassen. Und dafür gebe ich jetzt mal ein bisschen Brot aus. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, weil das Brot geht weg wie nix. Das Brot geht weg wie warme Semmeln. Was daran liegt, dass es warme Semmeln sind, größtenteils. Speichern. Ach, Mann. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Ich kann das noch nicht bequem gewinnen, sagen wir es mal so. Ohne zu viele Verluste zu machen, dass es mich wieder zurückschlägt. Ich würde ihn gerne überwältigen. Ah, wenn er jetzt in meine Verteidigung reinläuft, dann sieht das gut aus. Dann kommen jetzt die... Ja, doch, gerade eben zurück, okay. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich würde mal sagen, das ist gut genug für erste Erfolge. Wie, der hat wirklich zwei Ballisten hier aufgestellt? Die treffe ich noch nicht mal richtig. Oh, warum denn immer das mit diesen Gebirgsketten, wo die alle sich verstecken jedes Mal? Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Ja. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich krieg einfach. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Bei dieser Menge an Brotproduktion wäre es eigentlich effektiver. Ich kann jetzt nicht einfach auf Stern verzichten und mit der Nahrung zurückgehen. Das macht. Um Nahrung zu verkaufen. Ich muss auf dieser Stufe erstmal bleiben. Außer ich hole mir noch alternativ aber Religion. Ja, Schenk macht der, glaube ich, keinen. Ne? Und dann möchte ich auch dabei bleiben, das nicht zu tun. Eine Nachricht von Wasir. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Uno monumentos, por favor. Nicht auf die Rehe. Oh mein Gott. Wir können aber so oder so ein bisschen verkaufen. So, jetzt holen wir mal eine ganz gute Zahl ran. Herrlich, stimmt zu. Wir benötigen Gold.
Halten wir mal ein bisschen. Ach du liebe Zeit. Wenn die KI das Ding hätte, die könnte über die halbe Map schon mir die Leute wegsnipern. Ich werde euch niederstrecken. Okay, das müssen wir eigentlich verteidigt bekommen. Wir haben recht. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ja gut, das war jetzt nicht gewollt, aber es funktioniert. So, das sind die Meuchler, die müssen wir mit Jaffa früh fokussieren. Ich weiß, Feuerwerfer, ich habe immer noch keine. Sie haben ein Torhaus verloren, mein Lord. Ah, shit. Wartet mal kurz. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Au, Amrukum. Maulai. Malikum. Maulai. Es werden Rekruten benötigt sein. Elal Aman. Nachgefahr ist der Dad. Eine trägliche Aufwand. Läuft zu weit. Komm, mach einfach mal vor der Nase zu. Passt schon. Bitte, warum sind die jetzt einfach wieder hoch? Das nehmen wir doch zu. Eine erträgliche Aufwand. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Okay. Eine Nachricht von Wazir. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. So, ein bisschen Heilung mal abholen hier. Irgendwie kommt die Wirtschaft nicht voran. Wenn man kein Bier baut, ist man einfach so eingeschränkt, das ist verrückt. Wie lange geht die Messer? Ach Gott, das ist auch schon wieder schwer. Meine Güte! Das Volk huldigt euch, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Och nee, komm. Wir haben Rick. Lamen Asra. Al-Hisanu Sari. Die Goldvorräte sind zu. Geh doch weg. Und noch mehr. Oh mein Gott. Okay. Die müssen wieder hin. Jetzt müssen wir aber irgendwie Momentum aufbauen. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Kurz zurückziehen und heilen. Ein erträglicher Verlust. Die Getreidefarmen stehen größtenteils noch alle.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr habt nicht genügend Güter. Al-Hisanu Sari. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich hoffe, ich werde halbwegs geheilt von den Heilern. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ich will nur sagen, es ist schließlich ihr Job so ein bisschen. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Holz. Ihr habt nicht genügend Güter. Oh, noch einen dritten. Nach nur dachte Amrik. So, jetzt. Ich werde das Wettrüsten um die Briten im Bogenschützen gewinnen. Ich werde so vorstoßen und mir weitere Ressourcengebiete sichern. Und dann ist die Weltherrschaft mein. Mein. Ihr könnt das nicht. Bereit schon mal mehr Bürger Lord. Vor. Hm, Bürger. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Denn jetzt Lord. Wird hier mal expandiert. Speichern. Nennt aber. Lamen Essen. Erkab mit der Rie. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr habt nicht genügend Güter. Was denn jetzt? Ach. Ist hier eine Balliste, die schießt? Ja, ist eine Balliste, die schießt. Eine Nachricht von Vasir. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. So, auf Wiedersehen. Ein erträglicher Verlust. Ja, wir treffen wenigstens immerhin. Ist das schon der. Das ist der nächste Angriff. Achtung, aus dem Weg, zurück und heilen. Ihr habt nicht genügend Güter. Der eigentliche Plan war ein anderer. Hallo, Neshab. Eine mutige Leistung. Kamatarhab. Mahu Arihano. Linasrik. Eine Nachricht halt von Vasir. Hier. Möge die Sonne euer Blut austrocknen und der Wind eure Augen erblinden lassen. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Mal raus und gegen kämpfen. Zwei, Nummer drei und alles sind sie weg. Gut, das haben wir schon mal besser hinbekommen. So, die dürfen jetzt mal gerne dorthin kommen. Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, die überleben das jetzt nicht. Diesmal überleben sie es nicht. Alles klar. Na, es ist doch ausgewogener, als ich erstmal dachte. Ich dachte jetzt wirklich, okay, jetzt wo ich so ein bisschen hochschalte, mache ich das easy peasy, aber was hier schlägt sich gar nicht mal so schlecht hier die ganze Zeit. Gut, ich spiele jetzt nicht 100%. Schon allein, ihr seht, merkt ja, schon allein, dass ich kein Bier verwende, ist ein extremer Schlag in die Magengrube. Da ist auch keine Waffenproduktion oder sonst irgendwas, was effektiv ist. Ich habe nur mein Brot. Brot ist eigentlich so effektiv, aber nicht, wenn man so wenig Farmplätze hat wie hier. Ja. Bin immer noch so quasi mit einer Hand auf dem Rücken angebunden. Ihr habt nicht genügend Güter. Aber jetzt haben wir doch so ein bisschen diese knifflige Herausforderung, die ich gerne habe, im Sinne von nicht komplett überwältigend, aber auch nicht komplett dominierend. Aber es wird dann doch mal Zeit, weil es lang genug geht, dass ich da jetzt mal den Dreh umspieße. Lamen
nutzen wir mal diese ganzen neuen Arbeitsplätze aus. Also richtig, richtig dick eine Expansion zu starten. Der haut halt wirklich einen Trupp mit einem Bogenschützen nach dem anderen raus. Wahnsinn. Na, mal gucken. Das mache ich jetzt nämlich auch. Oh, da kommen gleich die Heiler. Cool. Ein erträglicher Verlust. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Okay. Da würde ich dann auch mal gerne säubern mit dem berittenen Bogenschützen, aber erst sobald wir auch wirklich die notwendige Anzahl haben. Übrigens mache ich auch nicht mal das hier fertig. Okay. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. الحصان سريع بأمرك لا من أسرع. Speichern. Was sagt mir eigentlich mein Kaffee? Das bestimmt schon. Ach du, ich hab ihn schon ausgetrunken, zum Glück. Dann muss ich keinen kalten Kaffee trinken. Oder wegschütten. Oder was auch immer. Zum Okum? Gut, man kann doch zum. Das ist übrigens auch so hier mit so diesem Kaffeesatzwasser. Also zumindest das, was noch so. Zumindest wenn man Vollautomaten hat, das Wasser, was dann zum Durchspülen oftmals verwendet wird. Oder an sich, wenn einfach so Kaffeesatz noch übrig ist. Es hat sehr gute Düngereigenschaften. Wenn man zum Beispiel so Wasser. Kaffee beigesetztes Wasser so. Einige der Pflanzen, die geht es natürlich nicht auf jede Pflanze anwendbar, aber bei denen, die ich es beobachtet habe, die sind sehr motiviert beim Wachsen dann. Schwachsinniger Name. Upsi, das wollte ich nicht. Memme. Speichern. Memme. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen mehr Gold. 80 Stück. So langsam nähern wir uns einer Zahl. Ja, vorher war es keine Zahl. Das Volk erzittert bei der leisesten Verschwörungstheorien, sage ich euch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr habt nicht genügend Güter. Sehe ich das richtig, dass Nahrung leer ist wieder? Es ist, erholt sich wieder. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk erzittert bei der leisesten Erwähnung eures Namens. Es erzittert. Ihr könnt das jetzt aber, nicht oder? Platzieren, easy peasy. Der unbarmherzigste Tyrann im Königreich. Easy peasy, unbarmherzig. Ihr habt nicht genügend Güter. Also jetzt ist es nicht mal so, dass ich das jetzt absichtlich in die Länge ziehe oder sowas. Beim ersten Mal, als ich diese Burg bauen wollte, lasse ich mir das noch den Vorwurf gefallen. Aber hier versuche ich schon, so gut es geht, mit den Mitteln, die ich habe, die U-Bahn zu gewinnen. Das ist gar nicht mal so einfach. Wenn ich hier vorne so ein paar vorgeschobene Außenposten machen würde, wird es bestimmt einfacher sein. Ich versuche mal ein bisschen jetzt hier Ruhe zu geben. Also, dass Ruhe gegeben wird, sagen wir es mal so. Jetzt können wir noch berittene Bogenschützen, uncool. Nicht die Rehe, Mann! Okay, kurze Regenerationspause. Und die Zeit nutze ich jetzt einfach mal. Ja, jetzt kommt das Geld langsam. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend. Mit dem Geld kommt der Fame. Und andersrum. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend. Weg damit, Güter. Weg damit, weg damit. Okay. 111.
Klar sind wir jetzt nicht ganz perfekt dabei, was die Lebenspunkte angeht mit einigen, aber gut genug. Jetzt machen wir den Angriff hier zu Ende, weil er ist immer noch geschwächt und das Ding ist fast kaputt. Sehr gut. Macht mir hier bitte mal Platz, dass ich mehr Getreidefarmen hinbauen kann. Ah, schon wieder berittene Bogenschützen. Was hier berittene Bogenschützen? Wo kommt das denn her? Okay, das ist soweit geräumt. Das bleibe ich mal hier. Lass mich ein bisschen sammeln. Ihr habt nicht genügend Güter. Na, ich sammle mich nicht, ich lass mich sammeln. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr seid der Zweit. Ach, geht weg. Das ist meine Wirtschaft, die brauche ich noch. Für die Krone. So, dann würde ich gerne das andere Teil noch kaputt machen, nach Möglichkeit. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Also, wenn es jemanden gibt, bei dem man die gute alte klassische Meuchelmörder-Brittene-Bogenschützen-Taktik am effektivsten durchziehen kann, im Sinne von Roleplay, dann ist es wirklich als Vasir. Bei dem passt das wirklich am besten. Weil das ist der Dude für Brittene-Bogenschützen und Meuchelmörder sind auch so sein absolutes Ding. Zumindest jetzt mit aggressiven KI. Ansonsten hat er ja hauptsächlich die Schwertkämpfe eingesetzt. Aber jetzt hier so, das ist genau sein Ding. Da steht er drauf, der Boy. Also machen wir einmal wirklich außenrum und die Wirtschaft restlich platt. Im Idealfall. Oh, hi. Hi. Au. Okay, Großteil hier ausgeschaltet. Noch mehr Meuchelmörder. Was der alles in Reserven hat in der Hinsicht. Jetzt machen wir mal das bei ihm, was er bei mir gemacht hat. Und das ist wirklich so, seine Wirtschaft so weit einzuschränken, dass er so lange nachspawnen muss, dass er ewig lang erstmal stillsteht. Zumindest lang genug, dass ich dann jetzt wirklich den Highground gewinne. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich glaube, wir haben größtenteils jetzt schon alles ausgeschaltet hier. Dann können wir schon mal auf Meuchelmörder übergehen und bringen es mal langsam zu Ende. Ah. Neue Balliste ist besetzt. Wir benötigen Gold. Habe ich jetzt alles rausgeschickt, was ich hatte? Okay. Das war nicht mal der Plan. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Okay, mal ein paar weitere Bogenschützen loswerden, bitte. Danke. Wunderbar. Jetzt haben wir hier wieder ewig viele, wo man den ständig herzieht. Jetzt müssen aber wirklich mal die Wirtschaft ausgehen. Der hat doch jetzt nichts mehr für außen. Wir benötigen Gold. Ich meine, ich könnte ihn natürlich auch mal anzünden.
Ich habe Sklaven hier. Jetzt Sklaven aber ewig nicht lang. Ich habe immer Feuerballisten verwendet bis jetzt. Ich mache das jetzt. Ein paar hierher und ein paar da außen rum. Verdient hat es sich ja schon ein bisschen, muss man sagen. Das ist alles auf seinen Mist gewachsen. Ja. Okay, es scheint sich auszuweiten. Wunderbar. Jetzt ist aber wirklich mal Schluss hier mit dem Truppen nach Spawn. Jetzt ist vorbei mit der Truppenspawnerei. Und ich hätte jetzt auch einfach die Ausbildungslager, das Ausbildungslager von ihm zerstören können, aber hey. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Na, ich glaube, danach kann ich dann mal so langsam rein, glaube ich. Es werden Rekruten benötigt sein. Bärmrick. Ihr seid der größte, ein erträglicher Aufwand. Das Sternchen brennt. Das muss man ein bisschen ausbrennen, schnell. Und speichern mal. Hohe Spielgeschwindigkeit hat in der Vergangenheit. Hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal zum Absturz geführt. Ah, Feuer ist aus, jawohl. Wir gehen wieder rein. Von da oben. Wir werden überfallen. Und mal hoch. Ah, Meuchelmörder machen mal wieder ihr Meuchelmörder-Ding, ja. Der hat trotzdem noch übelste Reserven. Wir bringen es trotzdem zu Ende. Uff, das war schon über 1 Stunden Schinken, ne? Das ist halt nur gegen Vasir-Duell. Ah, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich in Zukunft eher bei so kleineren Missionen schneller... Ich meine, es bleibt trotzdem bei den 2 Folgen die Woche. Daran ändert sich nichts. Aber ob ich trotzdem... Ob ihr kürzere Folgen bevorzugt, ob ich diese Challenges mal lassen soll. Ich meine, wenn es mehrere Gegner werden und die Mission wird dann richtig schwierig, dann lasse ich so oder so. Aber gerade für die frühere Zeit, ob ich solche Challenges lassen soll, jetzt mal KIs zu spiegeln oder so. Und ob ich früher auf die Tube drücken soll, dass es einfach schneller geht. Oder ob euch das gefällt, so wie ich da so spiele. Würde mich mal interessieren. Okay, wir haben den Krieg im Sumpf. Ah, okay, jetzt zum Beispiel gegen 2-mal Marschall. Ohne Scheiß, da würde ich es lassen, einen Marschall-Cosplay zu machen. Weil zum einen macht das meinen Rücken nicht mehr mit. Und zum anderen, ja, ich habe schon gesehen, wie ich gegen einen Marschall da noch nicht mal einen großartigen... Hat er denn einen großen Vorteil? Erstes Weihwasser. Dreck am Stecken. Nee, da hatte der noch nicht mal einen Vorteil mir gegenüber. Hier hat er einen Vorteil finanziell und eben, es sind 2. Also hier mit Marschall, Roleplay wird das richtig schwer mit Rittern. Hier würde ich einfach wieder mein normales Ding machen. Und da brauchen wir was gegen die Ritter. Also Armbrustschützen, Feuerballisten, irgendwas in der Richtung. Oder eben sowas wie Pikiniere, um die abzufangen, gescheit an den Farmen, dass die nicht großartig weiterkommen. Da würde ich gerne mich so ein paar Krähenfüße, ne? Also hier so, wisst schon, so diese Fallen für Autos. Irgendwas in der Richtung aufstellen. Ein paar Blitzer vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall etwas Anti-Ritter-mäßiges. Aber gut. Ihr könnt ja mal selbst Vorschläge machen, was ihr hier vielleicht gerne sehen möchtet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei Mission 55 Krieg im Sumpf. Bis dahin, bye bye.